Läuft mir hinterher. Boah, er ist schnell. Er ist mega schnell. Wow. Und damit herzlich willkommen hier zurück bei Subsistence. Ich hatte für die letzte Aufnahme hatte ich noch ein Thumbnail vergessen und habe dann ein bisschen gespielt. Und boah, krass, jetzt mega geleckt gerade. Und da war, ich weiß gar nicht wo, hier irgendwo war ein Bär. Den habe ich angeschossen mit der Pistole. Ich habe auch alle meine Munition verbraucht. Ich habe gar keine Munition mehr. Hier ist nichts mehr. Da muss ich auch wieder neu suchen und neue Munition suchen. Das ist natürlich nicht so gut. Und er hat mir den Boden zerstört. Er hat mir den Boden kaputt gemacht. Und um den Boden zu machen, brauche ich den Hammer. Um ihn zu reparieren, brauche ich den Hammer. Da brauche ich drei Klos für und ich habe von dem Bär einen gekriegt. Hier, einen haben wir. Das heißt, ich brauche jetzt auf jeden Fall erstmal Holz. Das ist so das Wichtigste, damit ich das Haus ein bisschen weiterbauen kann. Und das werde ich jetzt machen. Da werde ich eine kleine Timelapse dann machen. Und dann muss ich dann irgendwann noch Klos und so suchen. Aber jetzt sehen wir uns erstmal in der Timelapse wieder und dann gehe ich ein bisschen Holz farmen. Ja, da war der Wolf dann doch schneller als ich. Ich habe nicht genug Energie, um noch so weitere Sachen zu bauen und um noch einen Spawnpoint zu machen. Da brauchen wir 400 Energie und die wollte ich mir eigentlich aufsparen, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass der Wolf mich erledigt. Ja gut, war vielleicht nicht die beste Entscheidung, aber ist ja nicht so schlimm. Wir haben ja gleich unseren Punkt wieder, weil jetzt habe ich natürlich die Pistole nicht mehr. Aber jetzt sind wir auf jeden Fall wieder ausgerüstet mit Vitaminen, ne? Ist ja auch nicht schlecht. Wenn ich jetzt gleich unseren Punkt, wir sind ja direkt neben dem Haus gestorben, wenn ich jetzt gleich den Punkt wieder habe, wo das Haus stand, dann kann ich da auch wieder hin und schnell meine Sachen wiederholen. Wenn uns der Nachbar nicht dann nochmal erwischt. Ich weiß nicht genau, wo der ist. Nice. Noch mehr Bären. Bären sind immer gut. Also die Bären zum Essen. Die anderen Bären mag ich nicht so. Wie gesagt, einer hat ja mein Haus angegriffen. Oh, da oben ist noch eine Kiste. Ich konnte eben einfach nicht mehr rennen. Und dann war der Wolf schneller als ich. Da wird unser Haus jetzt wieder angezeigt. Sehr gut. So. Okay, mal gucken. Wo ist denn unser Haus? Ich sehe den
sehe den Punkt vom Haus gerade nicht. Das ist so ein bisschen doof. Nice, ein Apfel. Okay, Vitaminzeug haben wir auf jeden Fall schon mal gut am Start jetzt wieder. Jetzt muss ich nur mal eben gucken. Da ist ein Wolf. Oh, da sind zwei Wölfe. Oh, da ist unser Haus. Okay. Gut. Ich gehe mal ganz schnell zum Haus wieder. Und guck mal, dass wir unseren Stuff wieder bekommen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich beim Nachbar vorbeilaufe. Ich hoffe nicht. Da ist ein Hase. Verdammte Scheiße. Ein Bär. Bitte verfolg mich nicht. Wenn er mich jetzt verfolgt und das Haus komplett zerstört, also das eine Fundament, dann bin ich angeschmiert. Ich hoffe, er kommt nicht. Es sieht so aus, als würde er mich nochmal verschonen. Das ist gut. Das ist gut. Oh Mann. Der verdammte Wolf, aber wir haben nichts mehr. Wir haben ja gar kein Holz mehr. Das muss ich mir jetzt erstmal wiederholen. Shit. War gut, dass wir früh morgens losgegangen sind. So ist es noch hell. Das ist ja schon mal ganz in Ordnung. Oh, wir sind Kilometer weit weg vom Haus. Wir sind am anderen Ende der Map gespawnt. Richtig krass. Ist es bitter. Egal, solange wir jetzt nicht nochmal drauf gehen, geht's ja. Da hinten ist noch ein Wolf, da ist ein Bär. Shit. Okay, da muss ich irgendwie drumherum laufen. Ich habe nämlich keinen Bock jetzt auf den Bären. Und ich kann schon wieder kaum noch rennen. Es fühlt sich auf. Es fühlt sich langsam auf. Da oben ist so eine Kiste. Aber ich will eigentlich erstmal meine Sachen safen, bevor ich hier weiter Kisten loote. Ich sehe den Punkt wieder nicht vom Haus. Das ist ein Wolf. Wo ist der Punkt vom Haus? Da ist der Punkt vom Haus. Da ist hinten ist das Haus. Sehr gut. So, mal gucken. Ich weiß jetzt nicht, ob der Wolf da noch chillt. Der uns erledigt hat. Okay, hier ist unsere Kiste. Sehr gut. Wir haben unseren Kram wieder. So. Okay. Wir haben die Pistole sogar wieder, das ist gut. Und die Hose haben wir auch. Ja gut, die können wir mal hier hin tun. Proteinriegel. Vitaminzeug kommt mal hier rein. Der Rest kommt hier hin. So. Anderen Kram tue ich mal in die andere Kiste. So, 15 Bretter haben wir. Das ist in Ordnung. Hose haben wir auch. Gut. Brauchen wir im Moment nicht alles. Ich kann mir eben die Pistole nachladen. Falls nochmal irgendwas kommt. Ich hoffe ja nicht. Okay, also wir haben auf jeden Fall 15 Bretter. Wir müssen aber noch so Holz haben. 12 Holz haben wir auch noch. Sehr gut. Da können wir nochmal... Können wir nochmal gut Bretter machen. Das ist in Ordnung. Und dann muss ich... ich weiß nicht, ob ich von den Wölfen auch die Klamotten kriege. Oder ob ich jetzt wirklich Bären jagen muss. Wenn ich wirklich Bären jagen muss, dann... wird's schon heikel. Essenskram. Aber ich mache jetzt... Ich mache jetzt auf jeden Fall einen Spawn Point. So. Dann haben wir einen nochmal. Falls wir nochmal drauf gehen, machen wir hier wieder auf. Und das füllt sich auf 0,33 pro Sekunde. Ja, okay, da brauchen wir jetzt dann nochmal 500 für das
für dieses Blumenbeet hier, für dieses Pflanzbeet, damit wir dann auch die Tomatensamen und sowas hier anpflanzen können. Tomatensamen, Wollsamen, das ist so das nächste Ziel, was ich vorhabe. Und natürlich den Hammer, damit wir hier das Zeug hier reparieren können, ne? Das möchte ich ganz gerne dann noch machen. Okay, ich guck noch mal, ich tu mal die Waffe weg. Brauchen wir ja nicht. Wenn wir drauf gehen, ist egal. Ich warte mal eben, bis das eine Brett fertig ist. Und dann gehe ich noch mal auf die Suche nach Kisten. Ich brauche ja doch noch ein bisschen Stuff. Mal gucken, wo sind denn hier ein paar. Da hinten ist auf jeden Fall nochmal ein Wolf. Da hinten läuft ein Bär, habe ich gerade gesehen. Das heißt, ich gehe mal in diese Richtung hier. Gucken, ey. Da ist eine Kiste. Hätte ich fast übersehen. Oh, nice. Nochmal ein paar Beeren für die Vitamine. Da ist ein Wolf. Shit. Ah, das Spiel ist schon geil. Also ich bin im Moment wieder total gehypt auf Subsistence. Echt. Jetzt, da unser Haus dann doch größer wird und ja gut, der Bär hat es jetzt ein bisschen zerstört. Scheiße. Fuck. Da ist ein Bär und hier ist der Nachbar. Habe ich wichtige Sachen dabei? Er kommt. Der Nachbar kommt. Shit. Er läuft mir hinterher. Boah, er ist schnell. Er ist mega schnell. Wow. Shit, Mann. Er ist mega schnell. Er ist ultra schnell. Dieser verdammte. Oh, da hat mein Handy gerade geklingelt. Wie viel Schuss hat denn der? Boah, ich habe mich gerade krass erschrocken. Okay, aber zum Glück habe ich jetzt nichts wirklich Wichtiges dabei gehabt. Okay. Er kommt wieder angelaufen, ne? Da oben steht er. Oder? Ne, das war der Baum. Oh, ich bin gerade total. Ist mir jetzt auch egal, wie ich drauf gehe. Obwohl, dann haben wir unseren Spawnpoint verbraucht, ne? Ich gehe mal eben schnell wieder zurück. Habe ich irgendwas, um mich noch mal kurz zu heilen? Ich schaffe es nicht mehr zurück. Ich will auf gar keinen Fall jetzt hier den Spawnpoint verschwendet haben. Also er hat sich schon ein krasses Haus aufgebaut, ne? Schon ganz schnell hier. Okay. Boah, wir haben es gerade noch so geschafft. Wir haben es echt gerade noch so geschafft. Füllen sich die Leben wieder auf. Die müssten sich eigentlich wieder auffüllen. Ich esse noch mal hier eine Beere. Und vielleicht noch mal. Okay, jetzt müsste sich's eigentlich wieder auffüllen. Wo ist der Wolf? Er schnuppert, aber ich sehe ihn nicht. Immer eben. Da ist er. Oh, Level 4. Was zur Hölle? Krass. Level 4 Wolf. Habe ich noch nie gesehen. Und der Nachbar hat sich ein krasses Haus aufgebaut. Ich glaube, es war nur einmal ein Haus, aber. Schon heftig, ne? Ich bin einfach in sein Lager reingerannt. Ich habe nicht gewusst, dass er da ist. Es war schon krass. Okay, er schnuppert, aber er weiß nicht, wo wir sind. Ich habe auch keinen Bock, mich jetzt hier mit ihm anzulegen. Ich habe es jetzt gerade so überlebt. Mit 3 Schuss kriege ich ihn auch nicht down. Das kann ich safe vergessen.
Die Bretzer. Das kann ich mal alles mit wieder hier reinpacken. Krass. 206. 207 haben wir jetzt. Okay, es füllt sich relativ schnell wieder auf. Dann können wir das Pflanzbeet hier bauen. Aber da habe ich mich erschrocken, als der Nachbar auf einmal kam. Das war schon tricky, ey. Shit, ey. Oh, da ist auch direkt ein Bär. Wenn der Bär jetzt kommt, dann bin ich angeschmiert. Das ist nicht gut. Shit, shit, shit. Der Wolf ist mir relativ egal, weil ich glaube, die zerstören das Haus nicht. Aber hier ist halt schon ziemlich kaputt. Boah, der Nachbar, der war auch schnell, ne? Er war direkt super schnell hinter uns her, hat uns eingeholt und hat uns dann erledigt, fast erledigt. Mit 3 Schuss hätte ich auch nichts mehr ausrichten können. Aber es wäre natürlich geil gewesen, wenn ich mal in sein Haus reingeguckt hätte und geguckt hätte, was er da hat. Weil ich glaube, ein Bett hat er nicht. Obwohl, es passt auf jeden Fall in einmal einen Block rein. Also er könnte ein Bett haben. Aber mehr auch nicht. Vielleicht noch ein kleines Lagerfeuer. Aber das ist natürlich auch mein Ziel, mal bei ihm in das Haus reinzugehen und mal zu gucken, was hat er alles. Aber im Moment, in dem Zustand, in dem ich bin, geht das nicht. Ich will auch erst mein Haus reparieren. Deswegen habe ich jetzt halt das Holz gefarmt und so. Und jetzt brauche ich halt noch die Klamotten. Die müsste ich eigentlich mit den Baumwoll Fäden kriegen, ne? Das heißt, vielleicht brauchen wir die Wölfe gar nicht, sondern können das Ganze dann hier mit diesem Pflanzbeet machen. Das wäre geil. Das wäre schon cool. Hier so ein kleiner Generator wäre natürlich auch megast nice, um mehr Energie zu kriegen. Vielleicht mache ich den vorher. Vielleicht mache ich den vorher. Die Teile dafür habe ich. Ich muss nur noch. Und jetzt habe ich auch die Energie. Komm, wir machen den Generator. Scheiß der Hund drauf. Was brauchte ich dafür? Ich glaube, das war's, ne? Metall noch. So. Machen wir einfach den Generator. Wir können ja nochmal warten. Wir haben ja genug für den. So, ganze Energie ist weg. Geil. Wir haben ja immer noch genug für das Pflanzbeet dann und das Haus reparieren kann ich ja noch nicht, weil ich ja erst den Hammer noch brauche. Das ist so ein bisschen mein Problem gerade. So, den ganzen Kram mal wieder hier reinpacken. Und, nee, da wollte ich nicht drauf klicken. Wo ist denn hier der Generator jetzt? Hier ist er. Mal gucken, die drei. Ich setze den, glaube ich, hier hin, so einfach. Muss ich den irgendwie in der Nähe von dem Ding hier hinsetzen? Weiß es nicht. Ich setze ihn einfach hier hin, komm. Okay. Overdrive. Add Biofuel. Oh shit. Das ist verrottet. Scheiße. Da habe ich nicht mit gerechnet, dass das Zeug hier auch verrottet. Mal gucken, was passiert, wenn ich es esse. Passiert wahrscheinlich gar nichts. Bringt mir gar nichts. Nee. Okay, shit. Ah ja, egal. Wir brauchen Holz, ja gut, dann muss ich jetzt die Bretter nehmen. Nee, Quatsch, wir brauchen das hier, ne? So. Geil. Ist nice. Okay, das ist krass. Es geht mega schnell jetzt mit dem Generator. Das ist mega geil. Der hat sich auf jeden Fall krass gelohnt. Der hat sich auf jeden Fall mega krass gelohnt. Super geil.
Naja, haben wir ja doch noch ein bisschen Fortschritt geschafft. Wie lange hält der Sprit? Der Sprit hält relativ lange. Okay. Ja. Geil. Okay, lassen wir ihn mal auf Turbo-Modus. Und dann haben wir auch genug, um das Pflanzbeet noch zu bauen, ne? Ja, dann haben wir noch genug, um das Pflanzbeet zu bauen. Das mache ich dann auch noch eben schnell hier in der Folge. Und dann kann ich die Sachen noch anpflanzen. Und dann hoffe ich, dass ich hier daraus Klamotten kriege. Und daraus dann das und dann den Hammer und dann kann ich mein Haus hier reparieren. Das wäre natürlich schon geil. Pflanzbeet, da brauche ich noch ein bisschen Metall für. Das nehme ich mir mal eben mit. Hier bin ich ja relativ sicher. Wenn jetzt kein Bär kommt und mir hier das Haus komplett zerstört. Ich weiß nicht, was mit den Sachen ist, die da draufstehen, ob die dann auch kaputt gehen. Keine Ahnung. Aber der Generator hat sich auf jeden Fall gelohnt. Geil. Okay, der hat nur noch wenig Sprit. Und der zieht auf jeden Fall gut Sprit weg, aber wir haben auch jetzt gleich genug Energie für das Pflanzbeet. Das heißt, Holz ist oder hier. Ach, da haben wir ja noch genug. Haben wir ja noch genug. Wir haben noch ein bisschen drin. Das ist in Ordnung. Also da brauchen wir uns erstmal keine Sorgen zu machen über den Sprit. Da haben wir immer genug Energie am Start. Natürlich will ich auch dann noch irgendwann hier die Solarpanel bauen, ne? Da sind wir nicht auf den Sprit angewiesen. Das ist natürlich schon geil. Macht zwar nur Strom am Tag, aber egal. Okay, wir haben. Ach so, hier. Das brauche ich noch. Das füllt sich nicht so schnell auf. Okay, warte mal. Den kann ich mal ausmachen. Brauchen wir jetzt nicht unnötig laufen lassen. Wir haben ja genug Energie. Das hier brauche ich noch. Aber da selbst dafür haben wir. Selbst dafür haben wir noch genug, zu wenig von dem, was es herstellt. Okay, gut. Das machen wir in der nächsten Folge. Auf jeden Fall sind wir schon ein bisschen weitergekommen. Vielleicht baue ich das dann hier hin oder hier neben. Dann haben wir hier unten so unsere Technikkram und hier oben mache ich dann ein Sofa und sowas hin. So ein bisschen in den gemütlichen Teil. Hätte ich das Bett dann auch oben hinbauen sollen, aber naja, ist egal. Hier haben wir auch einen Spawnpoint. Können wir uns sogar nochmal einen holen. Wir haben ja jetzt Strom ohne Ende. Oder genug Strom. Naja, das machen wir alles in der nächsten Folge. Und dann bauen wir auch hier das Teil und hier das noch. Und hier so ein Kühlschrank, damit die Sachen nicht so schnell verderben. Ne? Müssen wir alles noch bauen. Aber hier das brauche ich, ne? Den hier brauche ich, um das herzustellen. Der hier ist nur so eine Speicherzelle. Ja, genau, ist nur so eine Speicherzelle. Das heißt, ich brauche hier den Fabrikator. Okay, gut. 100, das schaffen wir eh nicht mehr. Wird die Folge zu lang. Ich würde mal sagen, es wird jetzt auch sowieso Nacht. Und solange der Nachbar hier rumläuft, der hat mich ja schon fast erledigt, baue ich mich auch nicht nochmal raus. Naja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr natürlich gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge und bauen den ganzen Technikkram noch, damit wir hier ein bisschen weiterkommen und den Nachbarn das dann heimzahlen können, dass der sich hier so ausgebreitet hat. Ist das da hinten ein Busch oder ist der das? Nee, das ist ein Busch. Ich dachte, das wäre sein Haus. Okay, mal gucken, wann der sich auch noch ein bisschen weiter raustraut. Schon krass. Naja, trotzdem, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis später. Ciao.